Hallo, ich bin's, der Schulte aus Deutschland und genauer gesagt komme ich aus München in Bayern und ich wollte mich einfach mal bei euch bedanken. 700.000 Fans auf Facebook, es ist für mich eine unvorstellbare Zahl und das ging alles so wahnsinnig schnell und ich wollte jetzt die Gelegenheit nutzen, um einfach mal ein paar persönliche Worte an euch zu richten, damit ihr auch wisst, wer ist dieser Typ überhaupt? Also für alle, die es interessiert, gerne dranbleiben jetzt. Es hat vor 2 Jahren gestartet. Ich habe diese ganze Nummer als Spaßprojekt gemacht. Nebenher, neben meiner Arbeit bei Bayern 3, das ist ein bayerischer Radiosender. Und ich stand bis dahin immer nur hinter der Kamera, habe da alle möglichen Videos gemacht und Social Media und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann kam einer meiner besten Freunde, Philipp Nagel, zu mir und meinte, hey, du, pass mal auf, mach das Zeug doch mal vor der Kamera. Und ich dachte mir so, weiß ich nicht so genau, am Schluss liked's nur irgendwie Papa und Mama und vielleicht noch die Oma und das war's dann. Aber ich hab's gemacht und es hat wahnsinnig gut funktioniert. Es hat, glaube ich, jetzt aber trotzdem 1,5 Jahre gedauert, bis diese Nummer so explodiert ist, wie sie es aktuell tut. Es ist unfassbar für mich. Es sah vor einem halben Jahr alles irgendwie ganz anders aus. Also da hatte die Seite, glaube ich, 70.000 Fans, was aber ja auch schon mega viel ist, ja. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gemerkt, ich muss irgendwas ändern. Und dann habe ich meine ganzen Freunde mit ins Projekt geholt und ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, ich bin eine Zeit lang alleine den Berg nach oben gelaufen und habe mir dann gedacht, ja, was passiert denn eigentlich, wenn ich mal oben an der Spitze bin? Ja, dann mache ich ein Selfie und kann die Aussicht ja mit gar keinem teilen, ja, und habe dann gemerkt, ich hole mir einfach meine Freunde mit und ich möchte mit meinen Freunden diesen Weg gehen und inzwischen ist es so, dass wir ein tolles, großes Team sind und werden unterstützt, ja, von meinem Arbeitgeber Radio Bayern 3 und das ist echt eine geile Reise, weil sobald einer mal irgendwie schwächelt, zieht der eine den anderen mit und es läuft natürlich nicht immer alles nach Plan. Es gibt Probleme und immer wieder Hindernisse, aber im Team funktioniert das halt viel besser und ich bin so gespannt, diese tolle Reise mit euch gemeinsam zu machen und es ist in diesem Jahr viel passiert. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Ich hatte ja eine Kopfoperation oder besser gesagt 2 Kopfoperationen. Ich hatte 2 Hämatome im Kopf nach einem Unfall und ja, das war natürlich eine krasse Nummer. Krass deswegen auch für mich, weil das alles bei vollem Bewusstsein war. Ich meine, ich habe keine Schmerzen gespürt, aber es war so viel Blut in meinem Kopf, dass eben schnell operiert werden musste und ich bin zwar wieder gesund, aber ja, also es dauert natürlich ein bisschen, bis man wieder bei 100% ist und deswegen auch nochmal an der Stelle tausend Dank an alle, die in dieser Zeit für mich da waren, die mir geschrieben haben, die mich unterstützt haben und das zeigt mir einfach, dass dieses Projekt viel mehr ist als einfach nur der Schulte als Comedy-Figur, sondern deshalb auch dieses Video möchte ich für euch ein bisschen persönlicher werden und euch auch zeigen, wer ich bin und auch vielleicht auch einfach mal verletzlich sein, was man ja auch da sein darf. Also tausend Dank an der Stelle nochmal. Ein Satz, der mir auch im Kopf geblieben ist von meinem Arzt, das hat er mir erst vor einer Woche gesagt. Herr Schulte, es hätte sein können, dass Sie damals nach der ersten OP, wo so viel Blut in Ihrem Kopf war, Sie hätten halbseitig gelähmt aufwachen können. Die Chance war gar nicht mal so gering und in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, man vergisst manchmal die Dankbarkeit, ja, also dankbar sein, ja, auch für die kleinen Dinge im Alltag. Und das habe ich, glaube ich, aus dieser Nummer gelernt. Ich habe anfangs vor der OP auch wirklich gedacht, vielleicht ist es ein Hirntumor und für eine Stunde, und das kann sehr lang sein, eine Stunde, bin ich davon ausgegangen, vor der Diagnose, dass es das vielleicht war für mich. Und das hat natürlich viele Sachen bei mir verändert. Insofern ein wahnsinnig spannendes Jahr und ich habe so viele Ideen für die Zukunft, was da noch kommt, ja, und natürlich viele Dinge waren schwierig, ja, gerade die Nummer mit den Kolumbianern, das hat mir ja selber echt sehr, sehr leid getan. Manchmal macht man Dinge vielleicht auch unüberlegt und danach ärgert man sich und sagt, hey, ja, schade, das sollte jetzt, das geht alles in eine Richtung, die ich gar nicht so wollte. Klar, Comedy kann immer Menschen auch mal verletzen, ohne dass man es will. Das liegt in der Natur der Sache, aber das will ich ja als Künstler eigentlich gar nicht, ja. Was ich möchte, ist euch ein gutes Gefühl geben mit den Videos. Ich möchte euch aus dem Alltag holen und wenn es nur 10 Sekunden ist am Tag oder in der Woche, ja. Ich
will gar nicht die Mutter Teresa spielen und sagen, dass, ach, ich möchte euch nur ein gutes Gefühl geben. Natürlich für mich als Künstler auch mega cool, wenn die Videos Likes haben und erfolgreich sind. Das ist einfach ein schönes Feedback als Künstler. Aber um was es mir im Kern geht, die schönsten Nachrichten sind die, wenn mir Leute schreiben, hey, ich hatte heute einen schlechten Tag und habe mir heute deine Sachen angeschaut und mir geht's wieder besser. Das ist das, was ich will. Das ist, glaube ich, auch das, was mein Team möchte. Und deshalb bin ich wahnsinnig gespannt auf die Zukunft. Ich habe so viele Ideen im Kopf. Meine Jungs und Mädels, glaube ich, auch. Und insofern freut euch, ich freue mich auf diese unfassbare Reise, die bis jetzt schon so unfassbar für mich ist. Und deshalb nochmal ein ganz großes Dank an jeden von euch. Und eine kleine Sache noch zu den Livestreams. Ich werde wieder welche machen. Ich habe früher ganz viel deutsche Livestreams gemacht und habe das ein bisschen vernachlässigt, weil ich ja wollte, dass mich jeder versteht von euch, weil es kamen halt immer mehr internationale Fans. Und ich habe mich dann entschieden, bei den Livestreams deutsch zu bleiben, weil Deutsch ist einfach meine Muttersprache, da fühle ich mich wohl, deshalb jetzt auch das Video in Deutsch mit englischen Untertiteln. Und ja, es gibt von mir das, naja, berühmt ist es sicher nicht, aber es gibt so ein kleines Glücksrad und da sind 25, 30 Promis draufgeschrieben, aus Deutschland vor allem. Und ich liebe es, Promis nachzumachen. Das kann ich in Englisch, im Englischen nicht. Ja, da kann ich nur den Trump. Ja. Und insofern dachte ich mir, mache ich in Zukunft die Livestreams wieder auf Deutsch. Für jeden, den es interessiert, macht gerne mit. Ja, aber schreibt nicht die ganze Zeit runter, bitte jetzt Englisch, weil das ist so mein letztes Refugium auf Deutsch. Also, trotzdem natürlich, die anderen Videos bleiben international. Ich habe Bock auf diese Reise mit euch. Es wird großartig werden. Ja, und jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen, als nochmal vielen Dank. Und dann Dankeschön für alles. Macht's gut. Viele liebe Grüße aus Deutschland. In die Welt hinaus, wo immer ihr seid. Ciao.